Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem wir uns im letzten Video mit dem Sekretär von meiner kleinen Schwester beschäftigt haben, werden wir uns heute mit einer Kleiderstange beschäftigen. Ich habe ja schon im letzten Video erzählt, dass sich meine kleine Schwester, die dieses Jahr 16 wird, von mir gewünscht hat, dass ich ihr Zimmer jugendgerechter einrichte. Und deswegen drehe ich jetzt gerade auch vor Ort in ihrem Zimmer und nicht in der Garage. Liegt natürlich daran, dass ich jetzt auch die ganze Woche über hier sein werde und es am meisten Sinn macht. Und noch einige Projekte diesbezüglich einfach auch hier stattfinden werden. Und ich habe mir überlegt, man könnte es Projekt Schwesterherz nennen, weil hier, wie gesagt, jetzt gerade die nächsten Videos sich mit dieser Thematik beschäftigen. Ja, zurück zu dem Ast, also beziehungsweise zu der Kleiderstange. Ich habe hier im Hintergrund einen Ast, wie ihr seht. Ich habe den in St. Peter-Ording gefunden. Ich habe mir den einfach mitgenommen. Ich weiß gar nicht genau, ob es erlaubt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht damit strafbar gemacht. Aber so einen Ast findet ihr auf jeden Fall im Wald, im Park oder in meinem Fall jetzt am Strand. Erkundigt euch einfach nochmal sicherheitshalber vorher, ob es erlaubt ist, nicht, dass ihr da irgendwie angehalten werdet und am Ende noch eine Strafe zahlen müsst. Ich habe jetzt das Risiko auf mich genommen. Aus diesem Ast machen wir eine Kleiderstange. Dafür brauchen wir im Prinzip auch gar nicht viel. Wir brauchen eine Kette, beziehungsweise zwei Ketten für beide Seiten. Ihr kennt ja diese Ketten aus dem Baumarkt, die gibt es in allen möglichen Stärken und Farben. Ich habe jetzt silberne Ketten genommen, die relativ groß sind, weil es ja doch auch ein bisschen Gewicht ist, wenn man da diesen Ast schon hängen hat und dann auch nochmal die ganze Kleidung daran hängen hat. Meine Schwester hat auch nicht gerade wenig. Dann brauchen wir etwas Lack. Ich habe jetzt noch etwas Lack übrig von dem letzten Projekt sozusagen oder von dem letzten Möbelstück, was ich gemacht habe. Es braucht im Prinzip auch gar nicht viel Lack, weil wir den Lack mit Wasser verdünnen werden, damit die Struktur des Holzes auch immer noch beibehalten wird. Ich mag es, wenn es ein bisschen naturbelassener ist. Einfach nur, um halt eben einfach nochmal dem Ast einen gewissen Feinschliff zu verleihen. Dann brauchen wir zwei Haken, um es quasi zu befestigen. Und Dübel. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, das war's. Heute werden wir wieder runter in den Garten gehen. Das Wetter ist wieder traumhaft schön draußen. Und es ist natürlich auch immer schöner, draußen zu arbeiten, schon allein, weil man dann diese ganzen Gerüche nicht zu Hause hat. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, draußen zu arbeiten, macht es auf jeden Fall. Es bringt Spaß, es ist schön, halt irgendwie noch das Vogelgezwitscher im Hintergrund zu hören. Und man spart sich halt einfach immer echt Arbeit oder gewisse Gerüche, die man halt eben einfach nicht in der Wohnung haben möchte. Ja, ich würde sagen, bleibt dran, schaut es euch an und wenn ihr Lust habt, macht es nach. Ich würde mich freuen. Viel Spaß dabei. Wie ihr seht, habe ich den Ast auf zwei Böcke gestellt. Solltet ihr keine Böcke haben, nehmt einfach zwei Stühle, bedeckt sie mit Zeitungspapier oder mit einer Mülltüte, damit sie geschützt sind und dann kann es auch schon direkt losgehen. Da ich, wie gesagt, den Ast in St. Peter-Ording am Strand gefunden habe, werde ich ihn zuallererst entsanden. Um den Ast zu entsanden, habe ich mich für den Pinsel entschieden, weil ich ihn jetzt gerade zur Hand hatte. Ihr könnt aber auch eine Bürste oder einen Feger nehmen. Befreit den Ast wirklich gründlich von den ganzen Schmutzpartikeln, damit wir später keine Probleme beim Auftragen des Lacks haben werden. Im nächsten Schritt seht ihr, wie ich den Lack mit Wasser vermenge. Dafür habe ich in etwa 2 Esslöffel Lack mit einem Glas Wasser vermengt. Da die Mischung sehr tropft, würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall eine Folie als Unterlage zu nehmen. An den Stellen, wo die Baumrinde schon ab ist, habe ich den Lack etwas dicker aufgetragen, aber grundsätzlich habe ich die gesamte Mischung, die ich euch gerade eben benannt habe, auf dem gesamten Ast verteilt. Bevor es zu dem nächsten Schritt geht, solltet ihr den Lack auf jeden Fall mindestens eine Stunde gut durchtrocknen lassen. Für den nächsten Schritt habe ich hier schon mal die Materialien zurechtgelegt. Neben dem Werkzeug benötigt ihr Ketten, Haken, Schrauben, Dübel und Winkel. Die Haken haben 3 verschiedene Größen. Die großen Haken mit einem Durchmesser von 6 mm kommen direkt in die Decke. Die mittelgroßen Haken werden direkt am Ast angebracht. Die kleinen Haken werden später auf die Unterseite des Astes angebracht, um dort Gürtel, Handtaschen und andere Accessoires anzubringen. Nachdem ich den Abstand der Haken bemessen habe, bohre ich mit einem dünnen Bohrer kleine Löcher vor, um dort die mittelgroßen Haken zu befestigen. Nachdem ich den Abstand von der Wand zur Decke hin bemessen habe und mir es vorgezeichnet habe, kann ich nun mit der Bohrmaschine 2 Löcher in die Decke reinbohren. Dafür habe ich einen Aufsatz von 6 mm genommen. Bevor die Bohrmaschine zum Einsatz kommt, ist es wichtig, dass ihr den Abstand zwischen der Wand
und dem Ast mit einkalkuliert, da die Kleiderbügel ja auch noch ihren Freiraum benötigen. Dafür habe ich 30 cm Abstand gelassen. Achtet darauf, dass ihr während des Bohrens die Bohrmaschine gerade haltet. Nachdem ihr die Dübel in die vorgebohrten Löcher hineingesteckt habt, könnt ihr nun die Haken per Hand hineindrehen und diese auf ihre Festigkeit überprüfen. Nachdem die Haken ihren Platz gefunden haben, in der Decke als auch im Ast, können wir nun den Ast aufhängen. Die Länge der Ketten ist abhängig von dem Ast. Je nachdem, wie tief der Ast von der Decke abhängen soll, bestimmt ihr die Länge. Ich habe in meinem Fall ca. zwischen 30 und 40 cm pro Seite einkalkuliert. Da mein Ast leider viel zu schwer war und sich immer wieder verdreht hat, musste ich etwas improvisieren. Um den Ast den richtigen Halt zu geben, habe ich mir ein Stück Holz von 30 cm, das ist der Abstand, den ich vorhin schon meinte, zwischen Wand und Ast, genommen und habe den als Stütze an die Wand angebracht. Um die Stütze an die Wand anzubringen, habe ich einen Winkel an dem Stück Holz befestigt und dies dann quasi an die Wand angebracht. Den Winkel habt ihr in der Materialvorstellung nicht gesehen, weil ich, wie gesagt, improvisieren musste und das halt meine Notlösung war. Um den Ast mit der Stütze in Verbindung zu bringen, habe ich zuallererst ein kleines Loch durch den gesamten Ast gebohrt und bin dann mit dem Akkuschrauber und einer Langschraube nochmal durch, sodass beide Teile miteinander verbunden wurden. Für die Anbringung der kleinen Haken habe ich mit einem kleinen Holzbohrer vorgebohrt und im Nachhinein per Hand die kleinen Haken wieder reingedreht. Im Anschluss habe ich die Wandfarbe genommen, um damit die Stütze zu bemalen, damit sie im Nachhinein nicht mehr auffallen wird. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich nochmal kleine Schrauben in den Ast hineingedreht. Dabei habe ich einen Abstand von 2 cm gelassen, einfach nur damit die Kleiderbügel im Nachhinein nicht mehr verrutschen können und das Kleidungsstück wirklich einen gewissen Abstand zum nächsten Kleidungsstück haben wird. So sieht das Endergebnis aus. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gebracht und ihr macht es möglicherweise nach. Wenn ihr jetzt noch dran bleibt, seht ihr noch mal ein paar Outtakes zu meinen Malheuren, die mir passiert sind. Ihr seht, bei mir läuft auch nicht immer alles perfekt und ich muss oft auch improvisieren. Von daher wünsche ich euch einen richtig schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ah, das ist so fest. Gardinenstange, wollte ich schon sagen. Ich überlege gerade, ob hier Strom krank ist. Ich bin schon wieder abgelenkt von dem. So große Löcher. Oh, ich bin noch drauf. I just wanna make a change. I just wanna change.